Liebe Sportfreunde und Fans des runden Lebens, auf ein neues möchten wir sagen. Wir, das sind die Organisatoren der 8. Stadtmeisterschaft im Freizeitfußball um den Wanderpokal des Oberbürgermeisters der Stadt Merseburg. Wir hatten ein Jahr Zeit, um neue Ideen zu entwickeln für ein nicht alltägliches Fußball-Freizeitturnier, wo Sie, liebe Sportfreunde, nicht nur fußballerische, sondern auch kulturelle und soziale Höhepunkte erleben werden. Es treten insgesamt 18 Teams in der Vorrunde am 9. Februar 2013 ab 10 Uhr mit hoher Begeisterung gegen das runde Leben und spielen um die Qualifikation für die Finalrunde am 24. Februar, wo dann 10 Teams antreten und den diesjährigen Stadtmeister im Freizeitfußball ermitteln werden. An allen beiden Turniertagen wird durch das Organisationsteam ein schon traditioneller Kuchenbasar durchgeführt, dessen Erlös an den Verein Mitteldeutsche Zeitung Wir helfen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche gespendet wird. Weiterhin wird vom HFC-Fanclub Rote Ochsen ein Originalfußball mit Originalunterschriften des Drittligisten zur Versteigerung angeboten. Auch dieser Erlös wird an den Verein Wir helfen gespendet werden. Während der Finalrunde dürfen Sie ebenfalls, liebe Sportfreunde, die akrobatischen Künste der Kunstradfahrer aus München bewundern, die beweisen werden, dass man auch auf eine etwas andere Art Hochleistungssport betreiben kann. Als Neuerung und kleinen kulturellen Höhepunkt nach den sportlichen Ereignissen laden wir Sie herzlich zu unserer Aftershow-Party ein. Hier besteht die Möglichkeit für alle Sponsoren, Zuschauer, Sportler und das Organisationsteam, das Turnier ausklingen zu lassen. Wir hoffen, Ihr Interesse wecken zu können für eine Sportveranstaltung mit wachsendem Erfolg, die nun zum 8. Mal am 9. und 24. Februar in der Rischmühlenhalle zu Merseburg stattfinden wird. Wir würden uns freuen, zahlreiche Freunde des Fußballsports zu unserem Turnier begrüßen zu dürfen. An allen beiden Veranstaltungen ist der Eintritt selbstverständlich wie jedes Jahr frei und für die gastronomische Versorgung ist ausreichend gesorgt. Na dann, auf ein baldiges Wiedersehen, Ihr René Kreuter vom Organisationsteam der Stadtmeisterschaft in Merseburg. Liebe Zuschauer, liebe Fans und liebe Fans der Stadtmeisterschaften im Freizeitfußball Merseburg. Mein Name ist Katrin Heidmann und ich habe mir heute zu einer Sondersendung den Herrn Oberbürgermeister und den Schirmherrn der Veranstaltung, Herrn Jens Bühling, hallo, und ein Mitglied des Organisationsteams, Herrn Ronnekreuter, eingeladen. Hallo. So, die Stadtmeisterschaft im Freizeitfußball hat sich im Laufe von nunmehr fast 8 Jahren zum größten sportlichen Ereignis der Stadt Merseburg herauskristallisiert und entwickelt. Sie, Herr Oberbürgermeister, haben daran einen beträchtlichen Anteil. Als Schirmherr fördern Sie seit Jahren die Veranstaltung und werden bei den 8. Meisterschaften dann auch zur Verfügung stehen als Schirmherr, oder? Ja, das ist auch selbstverständlich. Na,
Das machen wir schon die ganzen Jahre und das werden wir auch in den nächsten Jahren noch machen. Also da gibt es gar keinen Zweifel dran. Sie werden auch weiterhin Ihre Hilfe anbieten und Ihre Unterstützung, ja? Dann wird sich das Organisationsteam sehr freuen. Wie setzen Sie bisher, also es waren ja jetzt 7 Stadtmeisterschaften, jetzt kommt mittlerweile dann schon die 8. Und wie schätzen Sie die bisherige Entwicklung ein? Na, wenn ich mir so überlege, wie es angefangen hat, mal so ganz zum Anfang, nicht? Vor den ganzen Jahren, oder so ganz klein, mal eine Idee entstanden. Und dann habt ihr draußen irgendwo gespielt, dann habt ihr gesagt, Mensch, das wollen wir jetzt schon ein bisschen besser machen. Die Mannschaften sind auch immer besser geworden hier. Wir haben auch ein bisschen Anspruch, jetzt gehen wir in die Halle, nicht? Organisieren das dort ein bisschen. Und eines Tages, dann kam der mal an, nicht? Und hatte da richtig einen Pokal mit, nicht? Erstens gut den Pokal, den wir hier sehen, aber auch eine richtige Lostrommel, nicht? Mit kleinen Kästchen dazu. Und da fühlte ich mich so ein bisschen hier wie beim UEFA-Pokal, ja, Champions League, Auslosung, wurde gezogen. Und dann immer dran geheftet. Also es wird ja immer besser, es wird ja unglaublich und es wird auch unglaublich gut angenommen, es wird sehr viel wahrgenommen. Es ist die einzige ernsthafte und sinnvolle Möglichkeit auch für Freizeitfußballer hier in Merseburg, sich mal untereinander und miteinander zu messen. Gut, sie machen sicherlich auch dann außerhalb schon mal, aber es ist ja schön, wenn man auch mal so einen kleinen Wettkampfrahmen dazu gibt, nicht? Und wir haben in Merseburg die Möglichkeiten, wir haben die Halle. Nicht? Also das ist ja auch hervorragend und da werden wir auch in Zukunft wieder die Halle zur Verfügung stellen, die nächsten Jahre, sodass wir da, also dass wir da die Freizeitmeisterschaften im Fußball, nicht? Fußball ist der größte Sport mit, nicht? Keine Sportart hat mehr Zuschauer und Aktive wie Fußball, das zählt auch in Merseburg. Super. Gut, welchen Stellenwert messen Sie diesem sportlichen Ereignis jetzt speziell Ihrer Stadt zu? Na, sehen Sie, das ist ja das, was ich schon ansprach, nicht? Also es ist eine der wenigen, aber bedeutenden Ereignisse, Fußballereignisse, Sportereignisse hier in der Stadt, die also völlig von Amateuren, wenn Sie so wollen, gemacht wird, die also nicht organisiert sind irgendwo, nicht in irgendwelchen Ligen oder dergleichen, sondern wo das einfach von sich heraus gewachsen ist. Das muss man erstmal nachmachen, nicht? Da steht weder die Stadt dahinter noch irgendein Sportlandesverband oder irgendein übergeordnete Organisation. Das machen die Sportler von sich aus. Ja, das muss man erstmal schaffen und ganz großen Respekt von uns und ganz große Anerkennung, deswegen auch immer wieder die Unterstützung. Also ich finde das toll. Dieses Organisationsteam, die dieses Turnier ja veranstaltet, macht das ehrenamtlich und richtet dieses Turnier eigentlich, kann man sagen, monatelang vorher schon im Voraus aus und immer in der Freizeit. Ja. Wie sehen Sie die Arbeit des Organisationsteams? Es wird ja jede Veranstaltung besser von Jahr zu Jahr. Ja, die ist unglaublich. Also wenn ich mir überlege, wir organisieren ja in der Stadt auch das eine oder andere Fest und eine oder andere Sportveranstaltung, wobei das ist immer relativ, nicht? Aber was wir hier erleben, das ist schon inhaltlich und professionell so. Du kommst da hin und da denkst du, du bist hier mitten im großen Bundesliga-Fußballstadion, kannst du sicherlich nicht. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber die Vorbereitung und überhaupt die Durchführung hervorragend. Ich sage nochmal ganz großen Respekt und ein großes Dankeschön, weil es ist ja auch eine Bereicherung für die Stadt und für das Freizeitangebot unserer Stadt. Nicht? Herr Bülligen, haben Sie schon mal gehört, dass es in irgendeiner anderen Stadt in Deutschland so ein Turnier gibt? Oder ist es einmalig jetzt in Merseburg nur? Na gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt eher nur den Fokus hier für unsere Stadt. Nicht? Ich bin ganz froh, dass es das hier gibt. Und ich bin überzeugt, das wird sicherlich woanders auch der Fall sein. Wenn es das nicht geben würde, dann wäre das wahrscheinlich schon zu uns herangetragen worden von anderen, sodass es jetzt keine Notwendigkeit gab, woanders hinzuschauen. Ich kann nur sagen, alle anderen, die sollen sich mal bei uns was abgucken und sind dann herzlich mal eingeladen, hier mit dazu zu kommen. Und da können wir sie ja vielleicht mal so ein bisschen dafür begeistern. Nicht? Vielleicht auch auf diesem Weg jetzt. Ja. Sie sind ja nun immer beim Turnier dabei jedes Jahr. Haben Sie vielleicht noch irgendwelche Vorschläge, was man noch besser machen könnte ans Organisationsteam? Na gut, es gibt immer irgendwie was zu verbessern, nicht? Aber sehen Sie es mir nach, ich werde jetzt hier an dieser Stelle nicht Vorschläge unterbreiten, die wir vielleicht erst noch absprechen müssen, nicht? Das gehört jetzt vielleicht auch nicht hierher, sondern dann eher so ein bisschen hinter die Kamera und dann in die Vorbereitungsphasen dazu. Und da gibt es also sicherlich das ein oder andere, nicht? Das ist ja wie bei uns, da sind wir auch immer dankbar für alle Vorschläge, die da noch kommen, die Stadt noch besser machen könnte. Aber ich glaube, wir sind ganz gut hier im Gespräch und das läuft auch ganz gut. Schönen Dank, Herr Bühling. Herr Kräuter, Sie als Mitglied des Organisationsteams und Sie sind ja dort, glaube ich, auch der Moderator.
werden ja wohl die meiste Ahnung haben. Ich hätte gerne mal gewusst, wie ist der Ablauf des Turniers geplant? Naja, die meiste Ahnung habe ich nicht grundsätzlich. Da haben eigentlich alle aus dem Organisationsteam die gleiche Erfahrung, die gleiche Ahnung. Die also, sind aber nicht hier. Die sind nicht hier, okay, deswegen die Fragen an mich. Also es läuft wie die letzten Jahre immer ab. Das Turnier wird an 2 Tagen ausgetragen. Das heißt, es wird gespielt mit Vorrunde und mit der Finalrunde. Das heißt, die Vorrunde wird am 9. Februar stattfinden. Das sind dann 18 Mannschaften in 3 Gruppen, A6 Mannschaften am Start, wobei sich die ersten 3 für die Endrunde qualifizieren werden. Wie ich erwähnte, bereits am 24. Hinzu kommt dann noch der Titelverteidiger aus dem diesjährigen Finale, also der Gewinner, die Guarano Kickers aus Merseburg. So, dass dann 10 Teams sind, die dann wieder um Präsente, Pokale und natürlich um den Pokal vom Herrn Büdigen, um den Wanderpokal. Oberbürgermeister, Entschuldigung. Nicht von mir persönlich. Genau, diesen spielen werden. Und natürlich am 14. Februar findet dann nach der Vorrunde eine Auslosung beim Herrn Büdigen in den Amtsräumen, was er vorhin bereits erwähnte, mit dieser Trommel dann statt, wo dann die Gruppen aufgeteilt werden. Zusätzlich ist dann wieder in allen beiden Runden ein Kuchenbazar organisiert. Die Spendeneinnahmen wie die letzten Jahre auch, es waren glaube ich letztes Jahr 350 Euro, gehen dann wieder an die Mitteldeutsche Zeitung, an den Verein MZ Helfen. Wir helfen für notdürftige und leidende Kinder. Das ist immer für uns wichtig, dass wir auch da einen guten Schritt und ein bisschen was beitragen, auch zu helfen, weil wir werden durch Sponsoren ebenfalls unterstützt, die uns im Prinzip wieder helfen. Ja, und erstmalig dieses Jahr, weil Sie gerade vorhin die Frage fragten, klingt jetzt ein bisschen albern, aber was kann man noch besser machen? Ich habe da noch ein kleines Bonbonchen, was dieses Jahr anders werden wird. Das heißt, wir veranstalten definitiv dieses Jahr nochmal von 2,5 bis 3 Stunden nach dem Finalrunde eine kleine Aftershow-Party, wo alle Sponsoren, Mannschaften, Gäste eingeladen sind, nochmal alles Revue passieren zu lassen. Das wird dann wahrscheinlich schon im Hintergrund auf einer großen Videoleinwand sogar die Spiele schon ablaufen. Ein bisschen Musik und ein bisschen Essen, so dass man auch untereinander besser Kontakt finden kann. Herr Kröder, wie viele Teams haben sich bereits angemeldet für die nächste Stadtmeisterschaft? Bis jetzt sind es 8 Teams, 18 benötigen wir, wobei ich da mir gar keine Sorgen mache, weil die Nachfrage ist enorm groß. Wir hatten schon Nachfragen auch weit aus dem Burgenlandkreis, aber wir wollen natürlich regional ein bisschen Merseburg und Umgebung bleiben. Und die nächsten 10 Teams, also ich denke mal in den nächsten Wochen werden alle definitiv zusagen oder sich melden. Und ich vermute mal fast wie im jeden Jahr, wir können wieder nicht allen gerecht werden, wir können nicht alle einladen. Aber das ist dann halt so, da müssen wir mal schauen, aber da ist dann auch das gesamte Organisationsteam dann gefragt, wer dann am Ende mit dran teilnimmt. Der Veranstalter des Turniers kann ja nicht das Organisationsteam sein, auch nicht der Schirmherr, wer ist das? Also wir haben mit den SV Merseburg 99 einen Veranstalter mit an Bord, den wir natürlich brauchen, weil wir benötigen als einen Sportverein, der natürlich auch die Rischmühlenhalle anmieten kann, unter Zustimmung natürlich der Stadt. Und das ist der SV Merseburg 99, die machen das die ganzen Jahre und wir arbeiten da sehr gut Hand in Hand, das funktioniert wunderbar. Und die schicken natürlich auch wieder eine Mannschaft mit ins Rennen, den SV Merseburg 99-3. In der Hoffnung, dass sie vielleicht auch mal das Turnier gewinnen werden. Bisher hat es noch nicht sollen sein, aber die werden auch dieses Jahr wieder Gas geben, um den Pokal zu kämpfen. Gut. Das Organisationsteam arbeitet ja ehrenamtlich. Sprich, die Leute arbeiten im Vorfeld schon, monatelang vorher. Die telefonieren, die organisieren. Jetzt habe ich ein Mitglied hier stehen. Wie viele Mitglieder gibt es noch? Ja, wir sind so circa 18 bis 20 Mitglieder im Organisationsteam. Das heißt, wir haben ja noch eine Vorbereitung, das geht ja schon Monate vorher los. Es müssen viele Dinge erstellt werden, es muss viel erarbeitet werden und natürlich dann auch bei dem Turnier letztendlich muss sehr viel hinter den Kulissen und nicht nur wie ich vorne im Rampenlicht, sage ich mal, als Moderator stehen, sondern es sind viele, viele, viele kleine Helfer und Ehrenamtliche und vor allen Dingen auch nicht zu vergessen, die Leute, die den Kuchen zu Hause backen, der dann verkauft wird, wo dann alles gespendet wird. Also, das wäre nämlich meine nächste Frage zum Kuchenbazar gewesen. Wo kommt der Kuchen denn her? Also der Kuchen ist zum größten Teil jetzt aus, ja, von Leuten des Organisationsteams und ein ganz großer Teil definitiv auch von den Mitarbeitern des Guarano Pflegeheims. Und seit letztem Jahr beteiligt sich auch unser Bäckereihaus mit diversen Kuchen an dieser großen Aktion. Dafür möchte ich auch nochmal Danke sagen. Prima. Herr Kröder, wer jetzt wissen möchte, im Moment wie die Vorbereitungen stehen, wann was stattfindet, wo kann der sich hinwenden? Haben Sie eine spezielle Homepage fürs Turnier? Ja, die haben wir. Und zwar unter www.stadtmeisterschaften-merseburg.de sind die ganzen letzten Jahre Fotos, Ergebnisse alle archiviert, sodass man auch nochmal nachschauen kann, wer hat wann gegen wen gespielt und gewonnen oder verloren, wer wurde wo ausgezeichnet.
Und auch da sind wir jetzt wieder aktuell dabei, die neuesten Beiträge jetzt reinzusetzen. Wer ist schon dabei oder wer ist schon gemeldet? Und natürlich jetzt ganz neu in den nächsten 1-2 Wochen eine Facebook-Fanseite mit einem kleinen Gefällt-mir-Button, wird dann jeder Interessent, Fan und Freund dann die neuesten Informationen, Fotos auch von hinter den Kulissen dann sofort auf seinem Bildschirm, auf sein Handy oder im Internet sehen können. Prima, dann bedanke ich mich fürs Gespräch. Ja? Vielen Dank. Und ich möchte mich auch selbst hier im Namen nochmal an das Organisationsteam wenden, möchte Danke sagen, dass so ein wunderbares Turnier in Merseburg stattfinden kann und ohne diese Leute ginge es nicht. And psycho screaming, we are tarnishers. Jewels remain still gleaming. No more years of hurt. No more need for dreaming. In Südafrika, ja, da wollen uns alle wissen. Doch in diesem Jahr, da feiern wir einfach Stand, oh Stand. Wir sind vom Gegengeist. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Doch dieses Leben bietet so viel mehr. Hat die schönste Frisur. Oh, Gini-Hop, Joachim Gini-Hop, Joachim Gini-Hop, Joachim Tose Weltpokal. Gini-Hop, Joachim Gini-Hop, Joachim Gini-Hop, Südafrika. Kein Ende in Sicht. An Tagen wie Deutschland tanzt von allein, jeder kann von allein, denkt nicht nach, lasst es sein, denn alles geht euch von allein.